sitze hier. Letztes Jahr habe ich eine ganze Serie über Feuerahorne gemacht und ehrlich gesagt habe ich dieses Jahr einen Fehler gemacht. Diese Feuerahorne kriegen mit Sicherheit nicht das schöne Herbstlaub, wenn ich sie jetzt nicht in die Sonne stelle. Ich habe davon letztes Jahr, na, ich weiß nicht, 10 getopft und 15 stehen im Gartenboden. So, der hier hat mit den anderen zusammen nur im Schatten gestanden. Das bedeutet schwache Triebe und ja, vielleicht keine vernünftige Herbstlaub. Aber dem wirken wir jetzt entgegen, indem der jetzt an die Sonne gewöhnt wird. Ja, klingt ein bisschen komisch, muss man aber machen, damit die Blätter diesen entsprechenden Farbstoff auch entwickeln können. Der Feuerahorn, wie ihr wisst, wird ja ziemlich rot im Herbst und das wollen wir jetzt nochmal forcieren. Naja, dadurch, dass er im Schatten gestanden ist, sind diese Äste dünn, sind ziemlich lang geworden, was auch ganz normal ist, einfach auch dann nicht zu verhindern ist. Ich sortiere die Äste noch ein bisschen aus und ich denke, nah genug dran seid ihr eigentlich? Ja, sieht so aus, ne? Ich gehe vielleicht ein bisschen zu weit, dann ist der Baum besser zu sehen. Oder ein bisschen so, ja. Hat sich gut gemacht, also nix da. Aber als ich die Bäume kriegte, habe ich die alle an den Wurzeln regelrecht rasiert. Die haben alle einen flachen Wurzelballen und sind in Schaden gekommen. Und haben den Winter über und den Sommer über jetzt im Garten gestanden. Allerdings unter Pfirsichbaum, Apfelbaum, Kirschbaum und Haselnuss. Wenn jemand also später Interesse daran hat, eines dieser Bäume zu kaufen, dann kann es durchaus sein, dass bei euch aus dem Topf mal eine Haselnuss, eine Kirsche oder sowas wächst. Das kennt ihr bei mir ja auch schon. So, ich glaube, ich hole mir noch eben eine andere Schere dazu. So, die hätte ich schon mal. Wir haben nämlich hier zwei Äste, die an einer Stelle rauskommen. Da nehme ich den dickeren Ast weg. So, dann haben wir hier zwei Äste, die aus einer Stelle rauskommen. Dann nehme ich den dünneren Ast in diesem Fall weg, weil der zu weit rausragt. Dann haben wir dazwischen einen abgestorbenen Ast. Den nehme ich weg. Der ist auch ganz abgestorben. Dann haben wir hier einen, da kommt zwar oben was raus, der tut aber nichts für den Baum. Ihr kennt ja das Prinzip Ahorn, ne? Hier nehme ich den noch raus, da sind auch zwei auf einer Stelle ausgewachsen. Hier kann ich jetzt dran. Schneide das aus, die Wunde muss ich gleich versäubern. Ich muss den langsam an das Sonnenlicht gewöhnen. Das mache ich stundenweise auf dem Balkon, so dass er nächste Woche dann auch bereit wäre. Und ich denke mal, nächste Woche Samstag oder so gibt es ein Verkaufsvideo mit den Feuerahornen, die ich jetzt zurzeit alle gesammelt und aufgepäppelt habe. Die hatten ja sonst kein Bonsai-Niveau in dem Sinne, sondern waren für den Gartenbau gewachsen. Eher als Hecke geeignet als sonst was. Aber ich habe es hingekriegt. Flache Wurzelteller, kleiner Wurzelballen in der Schale. So wie man das halt im Laufe der Zeit dann macht. Es hat eben eine Saison gedauert. Das ist in Ordnung. So bereitet man sie auch vor. Gut. Heißt jetzt, hier haben wir oben ein Stück, was eigentlich auch gar nichts mehr für den Baum tut. Was mache ich damit? Ich glaube, ich nehme sie beide raus. Da ist nämlich nur einer mehr. Hier. Aber wen nehmen wir jetzt als Haupttrieb, als oberen Trieb?
könnten wir den lassen. Ja, ist die Aufzahlung ist eigentlich ganz gut. Den habe ich allerdings abgeschnitten letztes Jahr. Die waren ungefähr 1,50 Meter. Ja, ist komplett durchgestorben. 1,50 Meter und mehr zum Teil. Und jetzt hat der Bonsai-Format, muss natürlich noch getrimmt werden entsprechend, wenn er wieder ausgewachsen ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen spät im Jahr, ich weiß. Erstmal achten wir darauf, dass er die Herbstfärbung kriegt, dass er nochmal richtig Sonne kriegt. Das ist einfach zu wenig gewesen dieses Jahr. Es sind auch nur wenig Blätter dran im Moment. Das gefällt mir ganz gut, dann stellt er sich schneller um. Die haben auch ein recht hartes Laub, was auf jeden Fall für Hitze geeignet ist. Wundversorgung, die hole ich mal her. So, Leute, ich habe wieder Bienenwachs, ja, aber für ein Bäumchen jetzt, da lohnt sich das nicht. Ich will nur die beiden Schnittstellen eben zumachen. Die anderen sind bereits eingetrocknet, also hier und da ist kein Leben mehr drin. Naja, ich mache da nochmal was drauf, vielleicht doch. Sieht noch ein bisschen frischer aus als die anderen. Aber so, das stirbt jetzt mit Sicherheit nicht mehr ab, was jetzt noch dran ist an Ästen, weil da außen Blätter sind, also Versorger, Verbraucher da sind. Also wird der Saftstrom schon mal in die Richtung gebracht. So, Feuerahorn, Asa Ginala. Aber eigentlich wollte ich eine neue Serie beginnen heute mit dem Titel Was wurde aus? Und da habe ich als erstes, da bin ich gestern drauf gekommen, ja noch etwas Interessantes, glaube ich, in petto. Und das ja, könnte ein paar Minuten dauern, bis ich das richtig vorgestellt habe. Sehen wir jetzt. Und dann versuche ich mich mal mit einem dicken Wurzelsteckling. Was hier auch interessant sein kann, unter Umständen hat. So, ich glaube, man kann schon so ein bisschen was erkennen. Ich habe mir Freiraum geschaffen oder der Säge Freiraum geschaffen. Ich werde noch ein bisschen alles, was nach oben geht und so weiter, das kann ich natürlich besser auch nachher machen. Nur im Moment war es das oder für den Moment war es das. Und jetzt kommt die Säge zum Einsatz. Die wunderbare Säge, eine Bogensäge mit schön scharfen Schneiden. Das erleichtert viel Arbeit und draußen vor allen Dingen. Bei Miyamadori ist das schon eine Sekundensache manchmal, solche Stämme zu kürzen. Zum Beispiel. Okay, dann bis gleich. Das vorläufige Ergebnis liegt vor. Das ist übrig geblieben, wie ihr seht. Und wie gesagt, beim Acer Campestre, also beim Feldahorn, habe ich keine Probleme, so kräftig durchzugreifen. Das Ganze kommt gleich in den Garten, kommt eine Schicht Sphagnummoos drunter. Und dann gibt es hier etwas, was mich staunen lässt. Guck mal, was für Features das sind. Ich werde natürlich auch hier wieder so ein bisschen einkürzen müssen, alles. Mit der Schnittfläche nach unten die Wurzeln behandeln. Hier ist eine Wurzel, die mir gar nicht gefällt. Die geht nämlich über eine der Hauptwurzeln. Das ist hier eine verschlungene Wurzel. Die werde ich von innen heraus, von unten rausschneiden. Was der Baum das mitmacht und sich nicht zu sehr wehrt. Das ist gar nicht so leicht, die sind ineinander gewachsen, glaube ich. Ja,
Da ist wohl eine Schnittstelle, ja. Alles klar, so. Hier raus. Da raus. Und hier nochmal weg, so. Da hängt wieder eine Wurzel drin. Doch, die hat noch was. Aha, okay. Nehmen wir das raus. Was meint ihr? Wird das was? Es wird ja immer gesagt, es ist kein Problem, Wurzelstecklinge zu ziehen. Und dies wird dann ein bisschen dickerer Steckling, würde ich sagen. Okay. So, alle Schnittflächen sind nach unten gerichtet, damit sich neue Wurzeln bilden können. So ein paar schneide ich nochmal raus. Außerdem gibt es hier so eine. Da eine, mir nicht gefallen. Die mache ich auch noch ein bisschen kürzer. Die auch. So, jetzt kommt dieser Rest erstmal in Wasser, denn ich habe noch ein bisschen anderes vor. Ja, lässt sich sehen, lässt sich sehen. Ich bin gespannt. So. Was wurde aus der Wurzel? Der Wurzel von dem dicken Stubben. Der dicke Stubben ist damals verkauft worden. Ich verlinke euch das Video auch hierzu. In der Videobeschreibung. Am 16. März war das, glaube ich, habe ich den hier getopft. Das ist einfach nur eine Wurzel. Die Wurzel eines Baumes. Der Baum selbst ist längst im Besitz einer anderen Person. Die könnte sich ja vielleicht auch melden, wenn er was wiedererkennt. Das würde mich auch interessieren. Ich habe sie jetzt aus dem Garten geholt. Asa Campestre, der Feldahorn. Da habe ich den Wurzelfuß komplett abgeschnitten. Ich habe ein paar einzelne Wurzeln oben stehen lassen und der Baum ist weiter gewachsen. So, und dann habe ich nur die Wurzel kultiviert. Da war nichts, kein Zweig, kein gar nichts dran. So, jetzt haben wir hier, na, ich würde sagen, fast einen Clump-Style. Schon so dicht geworden, dass hier drinnen Blätter absterben. Weil die alle kein Licht mehr kriegen. Also muss ich dem erstmal eine, ja, andere Frisur verpassen. Es gibt hier, jetzt zähle ich mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Triebe. Nur aus der Wurzel des Feldahorns. Ich würde sagen, das Experiment ist gelungen, aber ich nehme jetzt ein paar Sachen raus, die etwas schwächlich sind, schwächlich aussehen und
Im Winter nehme ich die Mitte der Wurzel raus, das Holz aus der Mitte, und lasse diesen Kranz vor sich hin wachsen. Und dafür nehme ich auch die oberen Zweige jetzt ab, die oben ganz rauskommen, oder ganz oben aus dem, an den Schnittstellen rauskommen. An der großen Schnittstelle, sagen wir so. Ja, nicht alle, eine lasse ich dran. Und dann gucken wir mal. Und was ganz unten rauskommt, aus der unteren Wurzel noch. Wohlgemerkt, das, was hier in der Mitte steht, das war ziemlich tief unten in der Erde. Da habe ich alles drumherum freigeschnitten, dann abgesägt den Baum. Und nur die Wurzel eingepflanzt, die untere Wurzel. Nicht nur, der andere Baum existiert auch noch, soweit ich weiß. Aber so, das kommt hier nur weiter weg aus der Wurzel, glaube ich. Sortiere das auch aus. Mal gucken, was wir hier haben. Das kommt direkt aus der Wurzel. Aus dem Wurzelabschnitt, da wo direkt der Schnitt war. Wer es gesehen hat oder wer es gleich sieht, ich habe die Wurzeln schräg nach unten abgeschrägt, sodass ich hier sagen kann, diese, die ich jetzt hier rausschneide, die sind aus der offenen Wunde gesprossen. So, das ganze Büschelchen hier. Das kann man mit Acer Campestre machen, mit dem Feldahorn. So, wie gesagt, schwache Triebe raus. Die können sich nicht gleichmäßig alle entwickeln, weil der eine Trieb dem anderen nicht das Licht so gönnt. Deshalb lichte ich das aus, damit man auch ein bisschen Einblick kriegt, wie es da drinnen aussieht, und nehme euch gleich mal auf die Hand. Mit der Kamera natürlich. Wie gesagt, das Video von damals, vom 16. März 2021, verlinke ich. Ach shit, da kommt noch ein bisschen Gartenboden ab. Egal. So. Naja, Haken brauchen wir nicht extra. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ist eigentlich eine gute Zahl, ne? Dem würde sogar der Japaner zustimmen. So. Jetzt nehmen wir die größten zurück, und zwar, wenn geht, auf die Stellen, wo bereits zwei Äste vorhanden sind. Und das geht ziemlich leicht. Es sind auch noch mehr Äste vorhanden als die zwei. So, und dann nehme ich die nämlich auch noch zurück, weil sie länger sind schon. Und damit das Ganze ein bisschen kompakter aussieht und ich euch gleich ein bisschen leichter führen kann hierher zum Reinschauen. Hoffentlich gelingt mir das auch. 1, 2 Äste wieder, ja. Ein Ast wieder zu lang. So, jetzt haben wir eigentlich das, was ich vorgesehen hatte. Jetzt überlege ich aber, wie zeige ich euch das? Erstmal war was anderes. Der war so stark in den Gartenboden eingewachsen. Der hat richtig Widerstand geleistet beim Anheben.
Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, was ich damit mache. Aber ich setze auf euch, dass ihr mir sagt, was man denn daraus machen könnte. So, jetzt haben wir hier die Wurzeln abgeschnitten. Wer eine Idee hat, kann sich dazu ja gerne in der Videobeschreibung oder auch gerne per WhatsApp oder so bei mir melden und sagen, was er sich vorstellt. Oder sie natürlich. Er, sie, es. So. Ich zeige es jetzt mal hoffentlich so, dass ihr es erkennen könnt, wie das Ding gewachsen ist. So, ich halte mal den Ast ab zur Seite. Seht ihr? Das ist der abgeschnittene Wurzelrest, den ich einzeln eingepflanzt habe im Teichpflanzkorb. Und jetzt seht ihr auch, wie die Zweige daraus wachsen. Ich glaube, ich könnte vielleicht sogar noch einen mehr wegnehmen, aber dann habe ich nicht mehr 7. Nun, vielleicht ist das ein späterer Clump-Style. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es bleibt dabei. Okay. Tja, Leute, da bin ich auf eure Meinung. Tja, wie man immer so sagt, ne? Der Schwarm ist gefragt. Euer Schwarmwissen, euer Empfinden dazu, was mache ich daraus? Eigentlich war es ja nur ein Experiment herauszufinden, ist das möglich? Und ich bin gestern durch diesen Ahorn, ne, ihr wisst schon, der Phönix, Acer palmatum Phönix, darauf gekommen, dass der ja auch von unten ausgetrieben ist. Warum sollte das da unmöglich sein? Er steht draußen und ich bin gespannt, ob das noch gelingt. So spät im Jahr. So, hier gehe ich auch noch mal ein bisschen zurück. Ich sehe hier gerade, da sind auch schon Äste dran. Ja. Vorhin gar nicht gesehen. Ich nehme nur oberhalb von zwei vorhandenen, bereits vorhandenen Ästen was weg. Weil dann noch genügend Saftstrom da ist. Es sind ein paar Kiefernadeln mit reingeplumpst, weil die draußen eng am Eck stehen alle. Gut, ich bin auf eure Meinung gespannt. Es ist wirklich ein Bedürfnis, sage ich mal, wenn ihr mir sagt, was machen wir daraus? Ich habe zwar ein paar Ideen, aber wenn eure Ideen das übertreffen, nun, dann freue ich mich drauf. Schauen wir mal. Ihr habt ja bestimmt eure eigenen Vorstellungen, jeder hat einen anderen Geschmack und ich muss echt ein bisschen filtern und ein bisschen überlegen, was machen wir daraus? So, ihr habt es gesehen, der ist knochentrocken. Ich werde ihn jetzt versorgen und damit auch dieses Video schon abschließen. Also mal kurz und knackig. So, vielen Dank für euer Interesse und ich hoffe auf ganz, ganz viele Zuschriften, dass ich weiß, wie ich damit an muss, wie ich damit vorgehen soll. Auf jeden Fall soll er nächstes Jahr eine Schale, vielleicht sogar im Herbst schon. Das ist Acer Campestre und ihr seht, der ist Vollwurzeln. Der macht so ziemlich alles mit. So, Freunde, das war's für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Man sieht sich. Ciao.